Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario Kart 8 Deluxe. Denn die zweite Fälle vom Booster Course Pass ist rausgekommen. Und das heißt, wir spielen heute den Rüben Cup auf 150 CCM. Ja, ich bin mega gehypt. New York Speedway, für mich komplett neue Strecke. Marios Piste 3, ja gut, das ist jetzt nicht so krass spannend, aber Kalimari-Wüste sehr nice. Und Waluigi Flipper, eine der besten Mario Kart Strecken aller Zeiten. Let's go! Sehr geil mit dem Donkey Kong. Da, nice. Ich werde hier schon mal komplett zerstört. Okay, hier gibt es zwei Möglichkeiten. Okay, und jetzt wie bei den anderen Tourstrecken auch, gehen wir hier wieder. Fahren wir hier wieder. Wir gehen nicht, wir fahren. Einen anderen Weg. Oh, und jetzt fahren wir scheinbar rückwärts den Teil, den wir eben vorwärts gefahren sind, hier über die Brücke und an den Goombas vorbei. Cool. Und da kommen Fontänen raus, okay. Und hier, ich fahre noch auf diesen Bus drauf. Und natürlich kommt da eine Blue Shell. Okay, jetzt fahren wir hier unten lang. Verdammt, das war zu spät. Okay. Das ist auch interessant. Aber da werde ich leider nicht mehr rankommen. Vielleicht kann ich mir hier noch den Windschatten von Tourette holen. Nee. Das ist nur der dritte. Das ist verdammt schlecht. Ja, gut. Was soll ich zu der Strecke sagen, ne? Ist halt eine SNES-Strecke und gar nicht modifiziert, so wie sie das zum Teil mit eigentlich nur den GBA-Strecken gemacht haben in diesem Spiel, ne? Aber echt, ich glaube, Rainbow Road ist auch die einzige SNES-Strecke, ne? Danke, Tourette, dass ich kein Item bekommen habe. Sehr hilfreich. Hier kann man aber sehr nice den Super Boost aufbauen. Komm, der Snipe, schade. Die Kurve ist ein bisschen enger, als ich gedacht hatte. Verdammt, hat sie jetzt auch den roten Panzer rausgeholt. Oh, aber die Pflanze ist natürlich nett. Das war eine dumme Entscheidung, darüber zu fahren. Dafür gibt die Pflanze einfach nicht genug Boost. Ja, wurde schon mal, die Strecke wurde schon mal geremaked in Mario Kart Wii. Und das zu der? Boah, die Kurve ist aber echt verdammt enge. Yeah, gut. Also nicht gut. Ja, verdammt.
Der Sniper hat nicht funktioniert und hier bin ich jetzt. What the fuck war das? Ja, das war's dann mal komplett. Ja, nee, ist klar. Ich werde hier gerade vollkommen betrogen. Siebter wahrscheinlich, oder? So, die Kalimari-Wüste. Ja, das haben, da haben sie jetzt auch, ich glaube, eine Tour, soweit ich weiß, gibt so eine alternative Route. Und die haben sie scheinbar, also hat man schon im Trailer gesehen, dass es da scheinbar irgendwie ein alternatives Layout gibt. Und das werden wir dann wahrscheinlich gleich, ja, jetzt gleich bekommen kein Item. Gleich fahren, nämlich auf den Gleisen. Und hier ist jetzt einfach aus dem Nichts eine Rampe aufgetaucht. Yo, what the fuck? Random. Schade. Und jetzt geht es wieder auf die normale Strecke zurück. Lol. Okay. Ich weiß jetzt nicht ganz, was ich davon halten soll. Ich finde es eigentlich ein bisschen unnötig, dass man da dann so in diesen Tunnel reinfällt. Fährt, vor allem, dass da diese Rampe einfach random aus dem Nichts auftaucht. Das macht halt gar keinen Sinn. Okay, aber der Waluigi Flipper. Absolutes Highlight, definitiv. Und wieder kein Item bekommen, da bin ich irgendwie heute ziemlich gut drin. Und ich weiß jetzt schon, dass diese Kurven hier auf 200cc ein absoluter Albtraum werden. Das war stark, nicht? Danke. Ja. Also, die Strecke ist so geil wie eigentlich immer. Natürlich.
Ich hab's kommen sehen. Als ich den Ball da gesehen habe, hab ich mir gedacht, ja, safe. Safe trifft er mich und ich hatte recht. Nein, nicht schon wieder. So, immerhin auf einer Strecke eine vernünftige Platzierung. Boah, Alter, ich bin nicht mal Erster, ne? Ich bin nicht mal Zweiter. Das ist wirklich ein grauenhaftes Ergebnis. Also das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Definitiv nicht. Das versuchen wir nochmal. So, jetzt kenne ich auch das Layout hier. Das heißt, das soll auch ein bisschen erfolgreicher sein. Was mir auffällt, die Straße hier ist auch zum Teil nass, ne? Also wahrscheinlich, genau wie bei New Bowser City, ist es wahrscheinlich keine gute Idee, Slicks zu benutzen. What? Wo ist der hingegangen, bitte? Ich meine, er hat getroffen, das ist alles, was zählt, aber... welchen Weg hat er da hingenommen? Das war jetzt nicht so gut. Diese Pilze waren actually absolut gar keine Hilfe. Aber... das habe ich gewonnen, auch wenn da eine blaue kommt. Die ist nicht mehr rechtzeitig bei mir. Nice. Oh, Pilz, sehr nice. Das heißt, ich kann hier die Rampe benutzen. Ich weiß jetzt nicht, ob das actually so viel gebracht hat, aber gut, whatever. Und ich drifte in die falsche Richtung aus irgendeinem Grund. Das verstehe ich nicht so ganz. Warum ist da diese Rampe? Das macht keinen Sinn. Diese Abzweigung hätte genauso gut ohne diese Rampe funktioniert. Junge, wo kamst du bitte her? Okay, das sollte es gewesen sein, ja. Seriously, Donkey Kong.
Das ist jetzt nicht so geil. Okay. Hätte die mich in dem Tunnel getroffen, wäre schlecht gewesen. Yeah, genau. Ich hab's wieder kommen sehen, ne? Nein, nein, als ob, ich hab noch versucht auszuweichen. Bam, Alter, der Snipe. Nice. Das war eine sehr hilfreiche Blaue. Der Blooper ist jetzt hier natürlich nicht ganz so geil. Weil ich nicht wirklich gut sehe, wo die Kugeln sind oder die Hindernisse. Aber gut, das hat zum Glück keiner zu großen Unterschied gemacht. Genau wie das. Das ist gelaufen. Sehr nice. Das ist Gold mit den 3 Sternen. Ist ja nicht schön, dieser Goldpokal und diese 3 Sterne da neben der 60. Und ein neues Fahrzeugteil. Okay, das war's für diese Folge. Aber in der nächsten Folge schauen wir uns dann natürlich den anderen neuen Cup an, den Propeller Cup. Auch mit der Pilzschlucht wird definitiv ein Highlight. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Bis dann.